Tobi, ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Verein stellt man sich mit Sicherheit schöner vor als nach einer oder mit einer 1:3 Niederlage. Wie ist das Spiel aus deiner Sicht gelaufen? Unglücklich vor allen Dingen für uns, denke ich. Wir waren eigentlich gut im Spiel, kriegen dann das 1:0, dass man vielleicht auch abpfeifen kann, weiß ich nicht. Schiedsrichter hat anders entschieden und dann laufen wir hinterher, wie so oft in den letzten Wochen, und ich denke, das wäre einfach nach der Pause. Haben wir uns ein bisschen blöd angestellt, kriegen einfach zu schnell die Gegentore, und dann wird es schwer in so einem Spiel, da nochmal zurückzukommen. Ist das Thema jetzt mit oben dranbleiben gelaufen oder ist es noch so eng beieinander bei zwei Spielen, dass man das Ziel ist, in der Winterpause noch mit oben dabei zu sein, erreichen kann? Ja, natürlich kann man das Ziel noch erreichen. Sind noch zwei Spiele. Sicherlich ist das jetzt eine andere Situation für uns. Wir müssen jetzt auch gucken, was die Konkurrenz macht. Aber letztendlich haben wir noch alles in der Hand und es ist noch eine ganz lange Saison. Und klar sind wir heute enttäuscht, aber das hilft halt nichts. Wir müssen jetzt einmal sehen, dass wir aus den letzten beiden Spielen noch das Maximum rausholen. Dankeschön.